Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich denn dankbar sein? Wie kann ich Dankbarkeit lernen? Gerade in Zeiten wie diesen, Dankbarkeit im Alltag, eine Kunst oder eine Haltung? Dankbarkeit ist schon ein ziemlich hoher Level, dass ich in diese Richtung hinkomme, da brauche ich einige Schritte davor, dass ich überhaupt zur Dankbarkeit komme. Das eine ist mal, dass ich für mich ein Leben schaffe, gestalte, organisiere, dass ich insgesamt sage, ist okay, ich bin mal nicht ganz unzufrieden. Ich krieg's hin, ich schaffe meinen Alltag, ich schaffe mein Leben. Ich kann sogar ein bisschen zufrieden sein. Ich kann sogar ein bisschen genießen. Ich kann sogar streckenweise sagen, ist okay so. Das ist schon mal super, wenn das mal gelingt, dass Sie das in Ihrem Leben sagen können, passt eh, dann brauchen Sie überhaupt keine Psychotherapeuten und dann ist es schon mal so, dass Sie im ganz goldrichtigen Weg sind. Aber Sie sind erst am Anfang dieses Weges. Der nächste Schritt wäre dann eben zu sagen, so wie mein Leben ist, bin ich nicht nur halbwegs zufrieden und geht so, sondern ich kann mich richtig über einzelne Dinge freuen. Ich kann richtig froh sein, dass das genau so sich entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ich kann dankbar sein. Ich kann sagen, es ist gut so. Und da brauche ich eben wieder meine vier Schritte, damit ich überhaupt in diese tiefe Grundhaltung und Dankbarkeit, die alles überdauert, auch Schwierigkeiten und Hindernisse und Widrigkeiten überdauert, dass ich trotzdem dankbar bleiben kann, und zwar nicht nur mein Hirn, sondern von der inneren Emotion her, das ist das Ziel. Und da brauche ich meine vier Schritte. Ich muss einmal die Situation so aushalten, wie sie ist, da bin ich noch ganz, ganz unten. Wenn ich Dinge nicht aushalten kann, komme ich auch zu keiner Dankbarkeit, dann ist es ja unaushaltbar. Deshalb ist der erste Schritt, ich muss es aushalten lernen. Ich muss in der Lage sein zu sagen, ja, es ist nicht so, wie ich es will, aber ich halte es aus. Ich bin unzufrieden, aber ich halte es aus. Das ist einmal der unterste Step. Dann ist der zweite Schritt, dass ich sage, ich nehme es passiv an. Ja, ich akzeptiere es. Es ist überhaupt nicht meins, aber es ist eben so. Ich muss es nicht mehr unbedingt um jeden Preis ändern. Ich drehe da nicht völlig durch, sondern es ist so. Also gehen wir Beispiel Job. Ja, ich halte den Job nicht aus, ich will kündigen. Momentan gibt es nicht so leicht einen anderen Job. Also ich bin so, dass ich sage, okay, ich bleibe in dem Job, ich halte den Job einmal irgendwie aus. Und der nächste Schritt ist eben, der Job ist wie er ist. Ich kriege mein Geld dafür und ich akzeptiere den Job halt irgendwie. Ja, passiv. Ich bin überhaupt nicht begeistert von dem Job. Aber ich habe ihn. Und ganz viele von Ihnen werden auf dieser Stufe wahrscheinlich sein, dass Sie sagen, jo, Job ist Job. Ja, sind wir froh, dass ich einen Job habe. Aber glücklich bin ich in dem Job nicht. Und zufrieden auch nicht. Und dankbar schon nur insofern, dass ich halt jedes Monat meine Kohle kriege. Aber sonst sinnvoll ist er nicht. Gut, und wenn ich jetzt da in die nächste Stufe komme, dass ich es eben schaffe, zu sagen, ich sehe das Positive in diesem nicht so sinnvollen Job. Ich sehe was Gutes drin. Ich sehe sogar was Geführtes drin. Es ist genau so gekommen, wie ich es mir gar nicht vorstellen hätte können. Aber es ist genau richtig. Und ich bin jetzt echt froh, dass ich diesen Job habe. Ein anderer wäre mir eh zu anstrengend und wieder ein anderer wäre zu schlecht bezahlt und der dritte, den hätte ich nicht durchgehalten und beim vierten wären schlechte Kollegen gewesen. Aber so wie es jetzt ist, kann ich voll Ja sagen. Und das ist dann eben dieses Zustimmen, dieses innere Zustimmen, wo ich sage, ja, also mir passt das genau so, wie es ist, dieses Gewand. Das ist genau meine Kragenweite. Dieser Job ist genau richtig für mich. Es gibt sicher bessere. Ich möchte immer gern mehr verdienen und ich möchte immer gern einen Job haben, wo ich weniger arbeiten muss und so weiter. Das gleiche bei der Beziehung. Es gibt immer einen noch besseren Partner, noch bessere Partnerin wahrscheinlich. Aber ich habe eben die und keine andere und passt so. Ich sage jetzt nicht, okay, gerade nochmal gut gegangen. Nein, sondern ich erkenne immer mehr im Laufe der Zeit die Vorzüge von genau
diesem meinen Partner, dieser meiner Partnerin. Und das ist so schön, weil dann merke ich, boah, ich die hätte ich mir eh nicht aussuchen können. Sowas kann einem nur geschenkt werden, ne? Sowas kann sich nur im Laufe der Zeit entbergen, ne? Vom Phänomen her. Phänomenon ist das Entbergende. Und wenn ich so hinschaue, beim Phänomen schaue ich ja hin, merke ich, wow, habe ich noch gar nie so gesehen. Und dann komme ich in so einen tiefen Blick hinein, wo ich auf das Wesentliche schaue. Und das Wesentliche führt mich dann wie von selbst zur Dankbarkeit. Also ich kann unzufrieden sein mit meinem Beziehungsleben, mit meinem Sexualleben, mit meiner Berufung, mit meinem Job, mit meinen Kindern. Ich kann mit allen unzufrieden sein. Ich kann alles nicht aushalten. Ich kann alles irgendwie ertragen, okay? Dann kann ich passiv sagen, ja, es ist so, kann man nichts machen. Besser als nichts, ja? Besser als ein Stammschädel, sagt man in Österreich. Besser als ein Stein am Kopf. Und dann ist der nächste Schritt, zu sagen, ja, es ist genau meine Kragenweite, es passt genau, ich bin zufrieden, ja, ich bin mehr als zufrieden, ich will gar nichts anderes. Warum will ich nichts anderes? Will ich mich weiterentwickeln? Nein, ich genieße es so, wie es ist jetzt. Ich habe mich jetzt auf das eingestellt, ich bin mit meinem Rahmen, mit meiner Größe, mit dem, was ich geschenkt bekommen habe, bin ich so glücklich und kann ich das so endlich genießen, muss ich nicht wieder zum nächsten hetzen, um das auch noch nicht zu genießen, sondern noch weiter zu hetzen, sondern ich bin mit dem, wo ich bin, so zufrieden, dass ich sag, passt, ich habe alles, ich brauche nicht mehr. Und das kann man auf alles umlegen. Das kann man umlegen auf die Größe des Autos, auf die Modernheit des Mobiltelefons, auf die Art und Weise, wie ich wohne und wo ich wohne. Ich kann immer sagen, na, ich brauche eine Villa im Grünen, wo die Autobahn vor der Haustür ist, aber mich keiner stört, der Supermarkt eine Minute entfernt ist und ich aber überhaupt niemanden sehe. Ja, das sind unerfüllbare heiße Eislutscher, unerfüllbare Wünsche. Heiße Eislutscher gibt's nicht. Und ein komplett Haus in Alleinlage, völlig in der Stille, wo die Autobahn direkt daneben ist und ich sie nicht höre, ja, und der Supermarkt angrenzt, ohne dass dort Leute sonst einkaufen, außer ich, gibt's nicht. Aber manche haben solche unrealistischen Vorstellungen. Ich will im Grünen wohnen, komplett einsam, ärgere mich dann aber, warum ich solche weite Wege habe. Ja? Okay, dann wohne ich mitten in der Stadt, ja? Es ist laut und ich bin nicht im Grünen, habe aber keine weiten Wege. Also, wofür bin ich jetzt dankbarer? Was ist mehr meins? In welche Richtung will ich mich hinentwickeln und wo kann ich besser genießen? Und wenn ich jetzt das schon dahingestellt wurde, dass ich in der Stadt bin, in einer Wohnung, keine weiten Wege habe, aber nicht so viel Grünes habe, sage ich, ja, ich gehe eh nur einmal in der Woche raus ins Grüne. Sonst arbeite ich eh und bin eh zu Hause und ich fühle mich in meiner Wohnung pudelwohl. Oder ich sag, ich bin eher ein Typ, der ist fast nur im Grünen und im Garten und im Wald und der will gar nicht jetzt das Großstadtleben genießen. Bin ich froh, dass ich in der Ruhe bin? Bin ich froh, dass ich weg vom Schuss bin? Ja, dann fahre ich halt einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwo wieder zurück in die Zivilisation. Ja, macht ja nichts. Aber das, was ich habe, das nehme ich an, das stimme ich zu und da bin ich dankbar. Ein Punkt kann noch sein, dass ich nicht zur Dankbarkeit komme, dass ich bei irgendwelchen Dingen noch eine Enttäuschung in mir trage. Und Enttäuschung heißt ja, enttäuschen heißt die Täuschung wegziehen. Und dann kann auch ganz gut sein, hinzuschauen und zu sagen, jo, eigentlich bist nicht zufrieden mit dieser Wohnung. Und wenn's ehrlich bist, ist die Wohnung, die kannst du schön reden, was du willst, und kannst dankbar sein und kannst genießen, aber in Wirklichkeit bist du nicht zufrieden. Ja, dann muss ich was ändern. Dann ist in Ordnung, wenn ich was ändere. Ich bin nicht verpflichtet, dort wohnen zu bleiben, normalerweise. Wenn ich sage, ich kann mir es nicht leisten und ich bin da fixiert, ich kann da nicht weg, hat doch gar keinen Sinn, ist nicht logisch, ja, dann muss ich es umwandeln und dann muss ich mich so versöhnen mit der Situation, versöhnen mit genau dieser Wohnung an diesem Standort, mit den und den Nachbarn und mit den und den Möglichkeiten, dass ich sage, so, jetzt habe ich so gewandelt, meine Sichtweise, indem ich mich versöhnt habe mit den Gegebenheiten, dass ich jetzt Ja sagen kann. Und dann kann ich wieder genießen und dann kann ich wieder dankbar sein.
Wenn ich merke, beim besten Willen kann ich da in 100 Jahren nicht Ja sagen und ich will mich damit auch gar nicht versöhnen, ich muss weg, dann werde ich die Wohnung vielleicht zum schlechten Preis verkaufen, kaufe mal woanders, überteuert etwas anderes, bin aber da hoch zufrieden und sag so, jetzt bin ich versöhnt, ich habe die Situation geändert, ich habe den Mut gehabt zu ändern, habe auch dafür einen Preis gezahlt, ja, und vielleicht sogar einen hohen emotionalen Preis auch und habe gelitten und habe geschuftet, aber jetzt bin ich froh. Das ist auch so, wie wenn ich einen tollen Job aufgebe, ja, aber ich habe den Job stressmäßig nicht mehr ausgehalten oder ich habe gemerkt, das Arbeitsumfeld geht nicht, das Mobbing, der Chef, der macht mich fertig, ja, ist super bezahlt, aber das ist so ein Schmerzensgeld, dieses Gehalt, ich lasse es lieber, ja, ich fange lieber von vorne an und verdiene viel weniger, aber ich habe nicht diesen furchtbaren Chef und ich kriege den Chef nicht rein, also ich schaffe das nicht, dass ich das akzeptieren kann. Und auch nicht zustimmen kann und auch mich nicht versöhnen kann und auch nicht Ja sagen kann, da kann ich nicht dankbar werden, da kann ich nicht glücklich werden. Deshalb raus aus dieser Situation, wo ich sage, das geht nicht, ich muss nicht alles durchdrücken. Ja? Nein, sondern ich bin frei. Aber, und die Freiheit kann auch Konsequenzen haben. Bei der Freiheit verzichte ich halt zum Beispiel auf ein höheres Gehalt. Bei der Freiheit verzichte ich vielleicht auf ein Stück vermeintliche Freiheit, weil ich in der Großstadt wohne und keine weiten Wege habe. Jetzt habe ich zwar eine Freiheit der Stille, habe aber dafür weite Wege. Ja, so ist das Leben. Dankbar werden heißt, ich finde das, wo ich innerlich sagen kann, total stimmig, total, ja, ist gut so. Ich kann dankbar dafür sein, ich kann es genießen, ich kann mich darüber freuen. Ich habe eine tiefe innere Zufriedenheit. Ich spüre, das ist meine Bestimmung, das entspricht meinem Wesen. Und wenn Sie das haben, gratuliere, das wünsche ich Ihnen von Herzen. Wenn Sie es noch suchen, bin ich gerne für Sie da, das mit Ihnen zu suchen. Also Sie können sich gerne an mich wenden. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link für ein kurzes, kostenloses Erstgespräch. Alles Gute für Sie und für Ihren Weg, für Ihre Dankbarkeit, für Ihre innere Freude.